keine Schlüssel mehr. Wie finde ich denn das? Machen wir es so. Tada! Aries, Ramming Speed. Ah, so. Kriegst du endlich deine Packung ab? Ja, geht doch. So wollte ich das haben. Ah, ja. Ich mag die Gurgles nicht. Weg mit den Gurgles. Einfach weg damit. Ah. Brimstone. Schlüssel, jetzt habe ich wieder welche. Wow. Okay, Speed hilft auf jeden Fall. Auszug in die Arcade? Ich weiß ja nicht. Nur wenn es sich lohnt. Naja. Oh, Gratisspiele. Da will ich doch nicht Nein sagen. Schlüssel werden cool. Ja, Soul Heart nehme ich auch gerne. Extra Bomben für mich? Nein. Okay. Herzen gibt es jedenfalls genug. Was ist hiermit? Nope. Na, hätte ja sein können. Kannst du schon in Arbeit. Ultra. Nee, es ist super great. Es ist nicht ultra great, es ist super great. And we agreed, this is, well. Yay. Muss das Geld loswerden? Verdammt. Komm schon. Brauchbares. $1. Jetzt bin ich genau wieder da, wo ich vorher. Leute, dieses Spiel. Was passiert hier? Ich brauche echt Money equals Power als Item. Ansonsten ist, naja. Kann ich den Scheiß auch direkt bleiben lassen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Bestimmt tut ihr das. Matchstick tastes like burning.
Warum eigentlich nicht? Ah, noch mehr von diesen Köpfen. Ah, Herzen. Wow. Das Spiel schmeißt mir noch mehr Geld entgegen. Weil offenbar reicht das, was ich an Geld habe, nicht. Und meistens stimmt das sogar. Meistens bin ich im Spiel eine richtig, richtig arme Socke. So monetärtechnisch. Aber diesmal... Wenn ich jetzt noch aufhören würde, so viel Damage einzustecken, wäre mir auch ein bisschen wohler. Zumute, was haben wir hier? The world, open your eyes and see. Okay, da geht's zum Boss. Da ist noch ein geheimer Raum. Ich sollte ihn erkunden. Es könnte sich lohnen. Ah, da war's. Die Gurgles. Ich hab gesagt, es wird sich lohnen. Und was kommen? Die Gurgles. Ich hasse die Gurgles. Sehr gut, so geht das. Yeah, so geht das! Komm schon. Erledigt. Keystück Nummer 2. Keypeach. Hierophant? Ja. Okay. Kümmern wir uns nochmal hier drum. Klasse. Schlüssel wären super. Ja. Noch mehr Schlüssel bitte. Geht doch. Ich glaube, ich habe den Zeitpunkt verpasst, wo ich eigentlich hätte abmoderieren sollen. Das ist es wahrscheinlich wieder eine Teil 2 Episode. Teil 2 einer Episode. Aber hey, alles für den Content.
Können wir hier noch was Sinnvolles raus? Eternal Heart, okay. Der Trick ist zu schauen, ob ich das Eternal Heart behalten kann, durch den Bosskampf hindurch quasi. Und falls nicht, muss ich nochmal zurückgehen und dann nehme ich das noch mit. Das ist der Plan. Das heißt, wenn ich hier überhaupt zurückgehen kann. Bin ich mir gerade nämlich gar nicht mal so sicher. Ramming Speed. Okay. Jetzt machen wir ernst. Kriegen wir das hin? Ich weiß es nicht. Es sieht schwer aus. Ich mache nicht genug Damage. Ich bin zu ungeschickt. Ich bin zu schnell. Ich bin zu langsam. Ich weiß es nicht. Hier passieren seltsame Dinge in dem Spiel. Aber das sage ich jedes Mal. Geschafft. Ja gut, den Angel Room da, den haben wir schon. Ich glaube, ich muss the Negative Polaroid, Negative Polaroid, Negative nehmen wir das hier. The Polaroid. Polaroid. Okay, Eternal Heart habe ich verloren, aber eine Erkenntnis gewonnen, und zwar, ich hasse Labyrinthe. Okay. Gott, bist du creepy. Verzieh dich. Ja, genau so. Wow. Ich habe wieder instinktiv die Münze eingesammelt, obwohl ich das nicht brauchte. Jetzt schon mal zum Boss. Aber eigentlich könnte ich noch Lebensenergie gebrauchen. So einiges. Einiges an Lebensenergie. Vielleicht kann ich hier wieder in die Luft jagen und kriege da was raus. Nein.
Okay. Das lief besser als befürchtet. Oh. Okay, ich jetzt etwa Probleme. Ah. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche von den Gegnern hier schlimmer sind. Immer noch nicht. Ah. Ah, endlich. Wow. Hey, es gibt ein halbes Herz, yay. Ich freue mir einen Ast. Das sieht nicht verkehrt aus. Das hingegen schon mehr. Da oben, nein, da auch nicht, nö. Was ist hier? Haben wir noch die Leise offen, dass ich hier irgendwie Herzen rauskriege. Aber alles gerade nicht so einfach. Mysterious Candy. Nö. Besser nicht. Wow. Seriously? Okay, das muss ich anders lösen. Shit. Naja, das riskiere ich jetzt besser nicht. Das könnte ich riskieren. Das war sinnlos und dumm und unüberlegt. Ich habe gar nichts dadurch gewonnen. Diese blöde Aktion hat mir jetzt den Run gekostet. Ich habe den Schlüssel eigentlich. Was habe ich gehofft, im Sacrifice Room rauszubekommen? Nichts. Oh, aber ich habe alles verloren. Gut, dass es bei dem Bosskampf hier nicht ganz so schwer ist. Mom's Underwear, Range Up. Oh, gut, dass ich jetzt den Schlüssel habe. Chest Room. Soul Hearts. Eine letzte Verteidigungslinie, wenn man so will. Die Soul Hearts. Ah. Ja.
So kann man einen guten Run auch versauen. Bomben. Das Spiel strengt sich gerade richtig an, mir zu gefallen. Oh, shit. Wow, erledigt. Yay. Der Kacke habe ich's gezeigt. Schlüssel, yay. Für die ganzen Mühen. Ah. Batterie, ja, damit kann ich zumindest den Skill wieder aufladen. Ich brauche Herzen, verdammt. Das Spiel gibt mir nicht das, was ich brauche. Das Spiel ist gerade richtig schlecht darin, mir zu geben, was ich brauche. Ernsthaft. Ist es Pin oder ist es Frail? Ich glaube, es ist Pin. Pin geht noch. Ja. Habe ich jetzt nicht direkt. Wow. Mehr hätte ich nicht kassieren dürfen. Purity, gib mir das. Es gibt mir Soul Heart. Okay. Das gibt mir da hinten nur Bomben. Das hier gibt mir nur Enttäuschung. Hey, eine Trollbombe. Den Trick habe ich schon mal gesehen. Langweilig. Das Spiel könnte mir zur Abwechslung ja mal was geben, was ich gebrauchen kann. Lebensenergie. Bomben. Was zum Geier soll ich mit Bomben? Jetzt nehme ich mir die Batterie oben mit und dann lasse ich mich von Mom's Heart vermöbeln, beziehungsweise It Lives. Bin gerade ein bisschen angefressen. Ich denke, ihr merkt das. Das war eigentlich ein guter Run, aber...
glaube, der Damage Output reicht nicht. Solange ich mich nicht nur von so einer Kackspinne töten lassen muss. Ah. Komm. Finaler Hit. Yes, sir. So fucking spannend. Oh, Leute. nope. Ich höre, ich wünschte, es wäre ein bisschen einfacher als das. Da. Leute, was soll das? Und hab mich überfahren lassen. Offscreen überfahren lassen. Oh, was für ein Ende. Was für ein Ende. Wie war der Neox? Keine Ahnung. Ich werde es heute wahrscheinlich nicht mehr rausfinden. Aber ihr habt gesehen, wie ich war. Verhältnismäßig schlecht. Besser für meine Verhältnisse. Wenn ich daran denke, wie ich war, als ich angefangen habe hier mit dem Spiel, dann naja. Aber gut, das war Isaac für dieses Mal. Wir sehen uns wieder hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und tut nichts, was wir nicht auch tun würden. Ihr seid noch hier? Cool. Ciao.